Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl Light und ich gucke so ein bisschen hier drauf und sehe da unten einen Helikopter rumfliegen. Da seht ihr den auch? Ja, ich, das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, wenn wir mit Oliver da gequatscht hatten. So. Wir müssen ein bisschen um Komfort auch sorgen, ne? Und wir haben gesagt, wir wollten noch mal ein Lager bauen. Wie war das nochmal gewesen? Jetzt muss ich mal gucken. Hier war Lager, ne? Genau, ich würde nochmal einmal so eine große Kiste bauen. So. Komfort, Leben, Basis. Ja, 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 ja. Das kriegen wir alles hin. Was wollte er haben? Er sprach uns an wegen Pflanzen. War das richtig? Kräutergarten? Kräuter werden häufig in der Medizin verwendet. Diejenigen, die aus Tschernobyl jedoch zusätzliche Eigenschaften. Sie sind groß und wachsen sehr stark. Sie könnten sich als Seile oder Füllung verwendet werden. Green. Jeden Tag, nachdem sie zur Basis zurückgehen. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie hier Behälter, Inventar. Nein. Basis-Upgrade. Was wollte er denn haben? Das können wir bauen, wenn wir wollen, aber damit geht die Dings noch weiter runter. Schlafplätze, ja, schön. Energieversorgung, auch schön. Luftumwälzanlage, Luftqualität steigt dann auf jeden Fall. Luftreiniger. Aber der Lebenskomfort der Basis will ich ein bisschen abändern. Wie kriege ich denn Lebenskomfort hier besser hin? Handwerk, Waffenschmied, Rüstungsschmied, Behälter. Damit geht das alles weiter runter. Ich gucke gerade, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Lebenskomfort hochzuschrauben. Rüstungsschmied. Ist auch ganz toll für uns. Ja, aber wir müssen natürlich auch auf die anderen so ein bisschen achten. Taktische Rüstung können wir damit bauen. Ja, ist alles ganz toll. Für mal diesen Kräutergarten zimmern. Die Frage ist, wo machen wir den hin? Vielleicht machen wir den hier unten einfach hin. Hier ist noch das Krankenbett. Ich würde diesen Kräutergarten mal hier unten hinbauen. Hier so. So, hier so hin. So. Was haben wir hier? Pilzgarten. Tschernobyl-Pilze haben gelernt, Strahlung aufzunehmen. Sie können sowohl ihre besonderen Eigenschaften als auch ihre verzauberte Strahlungskraft nutzen. Green. Jeden Tag nachsehen. Okay. Machen wir zwei Stück. Und dann würde ich gerne hier noch diesen Gemüsegarten. Jeden Tag, nachdem sie zur Basis zurückgekehrt sind, verfügen sie fügt sie im Inventar eine Menge Lebensmittel hinzu. Ja, hallo. Drehmodus. Ich würde diesen Garten einfach mal hier so weiter anbauen. Hier so. Okay, ich habe keine Pilze mehr, ne? Ein Pilz. Was brauchen wir denn dafür? Ach, vier Stück, okay. Ah, apropos Sozialpunkte. Müssen wir auch noch machen. Rüstungsschmied, ganz toll. Komfort. Ah, Licht. Aber was wollte er denn nochmal haben? Ah ja, Radio oder so wollte er, ne? Er wollte ein Radio haben. Wo ist denn hier? Ist das ein Radio? Das ist ein Radio. Hier auf dem Tisch ein Radio? Hier so ein Radio. Guck mal, Komfort steigt. Sehr schön. Fernseher ist ein bisschen übertrieben. So was kriegen die hier nicht. So, was haben wir noch hier? Dekorationen.
Ah, Pflanzen wären toll. Dazu bräuchten wir Kräuter. Hier. Was ist das denn? Ja, ganz toll. Plus eins. Okay, Mülleimer plus eins. Ja, komm, wenn wir schon einmal dabei sind. Hierfür brauchen wir wieder Pilze. Aber vielleicht kriegen wir ja durch den Garten, den wir haben, jetzt demnächst dann ein bisschen... Das wäre natürlich auch toll. Da können wir hier so Trennwände machen für gewisse Bereiche. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Kann man hier sogar hinzimmern. Warte mal. Lass mal gerade testen. Ich würde jetzt einfach mal provisorisch einfach hier so eine Wand bauen. Ah, das ist nur ein Gitter, ne? Ah, ich bin so doof. Ich bin so ein richtiger Dulli. Kann ich das abreißen? Wie reiße ich das denn eigentlich ab? Aufheben, so. R aufheben. Freisetzen, bewegen, platzieren, Schrott mit T. Genau, so. Normale Wände kann ich nicht bauen. Doch, hier. Sind das normale Wände? Ja, juhu. Schade, ich kann durch den Pfeiler nicht bauen. Nicht genug Strom. Oh. Warte mal. Wir müssen aufpassen, weil gewisse Geräte brauchen ja Strom. Wir haben ja nur einen Generator. Aber wir haben wenigstens schon mal ein bisschen dafür gesorgt. Das war der, ne? Warte mal. Hier war das, glaube ich, ne? Okay, können wir bauen noch einen weiteren? Ich meine, Leistungsüberschuss haben wir dann. Ist nicht so schlimm, baue ich hier hin. Unter der Treppe können wir nicht bauen. Ich baue den hier hin. Hier. Dann kommen hier oben so die Generatorenecke hin. So, wir haben einen Überschuss von 160 hier oben steht's. Ja, Leistung. So. Dann lagere ich nochmal eben schnell was ein. Was wir haben, haben wir. So, Elektronikteile und den ganzen Krempel. Ich müsste es mal ein bisschen anfangen zu sortieren, so langsam, ne? Das behalte ich. Metallplatte. Primitive Panzerplatte. Sie wird in Panzerung eingesetzt, damit sie wieder... Okay. Wir müssen ein bisschen mal anfangen zu sortieren, die Lager. Also jetzt demnächst. Guck mal, ich habe eine Schrotflinte mit ein paar Aufsätzen dran. Upgrade. Reduzierstück, erweitertes Magazin. Hallo, dann wechseln wir doch mal. Shotgun Shells 10 Stück. Ja, zweimal die Salbe, zweimal den Revolver und einmal die Flinte. Würde ich erstmal so lassen. Dann würde ich mir den Revolver... Inventar. Den hier würde ich mir mal eben auf die 2 legen. Die Waffe. Klick, klack, Motherfucker. Der hat Upgrade. Erweitertes Triggersystem, erweitertes Magazin und Reduzierungsstück. Nice. Sehr schön. Das heißt, eins haben wir Dings. Pass auf, dann mache ich das anders. Dann mache ich die normale auf die 2. Den normalen Revolver für 2 und die Schrotflinte auf 3. Und unser Gerät ist auf 4. Das passt. 6 ist Medizin, haben wir noch 2 Stück. Und wir haben noch die Heilsalben oder die Getränke dafür. Nice. Okay, super. So, quatsch uns wieder an. Ja. Igor, deine Waffen, die ist Mist, muss sie verbessern. Ich bin mir sicher, du kannst eine schicke Maschine bauen, um ihre Waffen zu verbessern. Ja, wissen wir. Beim nächsten Mal bauen wir ein Werkzeug. Wir haben schon, ne? Kalibrierungswerkzeug könnte ich gut gebrauchen. Ja, Oliver, das ist eine gute Idee. Ich werde einen fabrizieren, ich werde einen herstellen. Ja, Igor, du brauchst es wirklich. Der gibt uns immer Hinweise und Tipps und so, was wir bauen können. Achso, ich wollte mal unten beim Garten nochmal gucken.
was wir machen können und so, etc. pp. Okay, wir können ja aber noch nichts machen, ne? Licht müssen wir auch mal bauen demnächst, ne? Schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal schlafen und schauen, was der nächste Tag bringt. Wo wir vor allen Dingen jetzt aufwachen. Und wir müssen demnächst auch wieder Ressourcen sammeln, ne? Nahrung und so. Wir können nicht immer nur Mission, Mission, Mission machen. Also jetzt Missionen, die uns weiterbringen, sondern auch Tag 4, die Zuflucht morgen. Denn wir müssen auch quasi mal wieder Nahrung und so holen. So, jetzt haben wir hier schon Hinweise. Guck mal. Na, guck mal einer an. Fehlen ja nicht mehr viele. Ist das derselbe? Okay. Die Verschwörung. Wir kommen der Sache schon mal ein bisschen näher. Hast du gut geschlafen, Oliver? So, wir haben unser Inventar soweit. Vielleicht machen wir das heute, ein bisschen Nahrung holen. Oh Gott, ist das Wetter schlecht. Igor, hast du einen Moment Zeit? Nein, habe ich nicht. Oliver, das ist eine sehr gute Idee. Darüber habe ich auch schon gerade nachgedacht. Sicher, sicher. Es sieht so aus, als würde er eine Weile hier bleiben. Das ist eine gute Idee. So, guck mal, hier haben wir auch schon die Schnipsel und so gefunden. Anscheinend, oder? Sniper, okay. Das ist ja, wenn wir zum Kraftwerk wieder zurück müssen. Und das andere Brett, was wir da hinten haben in unserem Zuhause, ist quasi das, was für Tatjana wichtig ist. Denn wir müssen ja noch zum Reaktor wieder zurück. So. Essenration, ne? Sein Psychostand ist immer noch nicht gut. Wie kriegen wir den denn besser? Abwurf im Wald. Die Nahmedizin geht dem medizinischen Vorrat aus. Munitionsobtropfer, lalala. Waffentransport. Gibt's hier nicht zu essen? Food Drop, hier. Das kann er doch machen, oder? Aber 43 Chance nur. Für ihn. Ich würde ihn tatsächlich nochmal in der Basis lassen. Einfach zum Ausruhen. Weil 43% Chance, dass er das schafft. Hier oben steht das immer, hier. Ist mir zu heikel mit dem Food. Das würden wir, glaube ich, selber machen. Einmal im Pripyat-Zentrum. Ich würde ihn noch einmal in der Basis lassen. Und wir gehen jetzt ein bisschen Nahrung holen. Ты неправильно играешь, солнышко. Здесь Доминор, дорогая. И только так. Это же Крейслер. Один из величайших композиторов всех времен. Ты правда этого хочешь, да? Поехать в Ленинград, изучать физику. Это все потому, что там живет твой парень. Tag 4, Pripyat-Zentrum, Nachmittag. Oh, wenn wir jetzt Nachmittag haben, dann haben wir wahrscheinlich bald Abend, ne? Wenn das soweit... Alter. Oha, dann haben wir bald Abend wahrscheinlich. So, auf der 4 liegt unser Gerät. Der Gerät wird niemals müde. Und wie cool das... Alter, wie dunkel das hier ist. Oha. So langsam gehen wir auf Abend zu und ich freue mich schon, wenn das Abend wird. Und wir haben noch nicht einmal eine Kreatur gesehen. Weil die soll es ja auch noch geben. Beziehungsweise ganz am Anfang des Spiels. Und guck mal, wenn ich hier im Nebel Licht anmache, ist das wie in echt. Das blendet richtig. Hier wird dann alles gedacht. Wir müssen in die Richtung laut Kompass. Ich traue mich gar nicht hier weiterzugehen, weil ich hier fast gar nichts sehe. Jetzt ist es ja noch schwieriger, die Soldaten zu sehen. Das wird ja lustig. Wir sind auf Nahrungssuche.
Und ich war hier noch nicht. Oh nein. Oh oh. Oh 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 oh. Was ist das denn hier für eine Militärbasis? Es war so klar. Da lief irgendwo einer. Den habe ich gerade schon gesehen. Da hinten. Da ist er. Ach, leck mich doch. Wenn wir ihn leise ausschalten können, würde ich es probieren. Ich weiß noch nicht, ob der allein ist. Das ist das große Problem. Wir können aber auch hier rein und den einfach umgehen. Der ist nicht alleine, glaube ich zumindest. Ernsthaft? Oh Gott. Oh fuck. Das ist nicht gut. Wenn ich das mal sagen darf. Das ist gar nicht gut. War der jetzt alleine? Und wo ist der? Ich sehe den nicht. Die bleiben da, ne? Scheiße. Wie gut, dass sie im Nebel genauso wenig sehen wie ich auch. Hier komme ich wieder runter im Übrigen. Oh nein, der sieht mich. Der sieht mich. Irgendeiner sieht mich. Der hat mich gesehen. Soll ich schleunigst runtergehen? Aber ich will ja auch gleichzeitig... Dann geh doch. Ich will aber auch gleichzeitig alles erkunden, ne? Das heißt, wir müssen ja eigentlich die so ein bisschen um die Ecke bringen. Denn je mehr wir hier finden, desto besser für unsere Mission. Wer ist denn der junge Mann? Okay. Hallo? Hallo? Ich fühle mich hier gerade ein bisschen unwohl, muss ich sagen. Da ich nicht weiß, wie viele hier noch rumlaufen. Da ist auf jeden Fall eine riesige Kiste an Loot. Da, wo die beiden, glaube ich, waren. Und ich will ja auch nicht das große Rumschießen hier anfangen. Ah, die sind genau in der Kiste, wo ich eigentlich hin möchte. Sind wir hier alleine? Was ist denn das hier? Wo bin ich denn da reingeraten? Hier will ich gar nicht hin. Was forschen die denn hier? Na was wohl, Tschernobyl Light anscheinend. Wer hätte das gedacht? Jetzt wird's ja interessant. Und was ist das? Ein Shopping Center? Ja, die wollen herausfinden, wie das funktioniert, schätze ich mal. Wie cool. Naja, andererseits natürlich, wir müssen hier aufpassen, höllisch. Okay. Ich höre jemanden laufen. Aber wo? Ich höre ihn, aber ich könnte für eine Kaffeetasse töten. Schön für dich.
Ich wäre froh, wenn ich hier wüsste, wo ich hier bin und... Da läuft einer. Was sind das für Geräusche? Sind das Hunde? Was ist das? Ich frage für einen Freund. Ладно, последний раз глянул и все. Oh nein, komm hier nicht lang, bitte. Oh nein, bitte bleib da. Dann haben wir schon mal... Nein, jetzt bleibe ich an den Tonnen hängen, verdammt. Die hören uns übrigens auch dann, wenn wir rennen, hat man jetzt gesehen. Nicht nur, dass die uns von vorne sehen, sondern hinten dann auch quasi so... So, one down, 30 to go. Keine Ahnung, wie viele noch hier sind. So. Riecht hier noch was? Ah, ist ein Lämpchen. Ah, was war das Geräusch, bitte? Nein! Ah! Gizmo! Mann! Ehrlich. Mann! Aua! Reißt er mir das Kabel hier raus? Du Verrückten, mitten in der Aufnahme. Bleib doch einfach mal da. Immer diese Tischkriecherei. Toll, so. Sorry, so. Das Geräusch. Was war das Geräusch? Das Kabel mal hier rüberhängen. So ist, glaube ich, besser. So. Ach, hier komme ich nicht durch, ne? Bis zur nächsten Folge bei Tschernobyl Light.